einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Draußen haben wir gerade eine Familie im Garten, die das Trampolin abbauen und den Pool. Und damit wäre dann der Garten nackig, was ich schon sehr gut finde. Ich bin gerade hier am Essen machen. Bei uns gibt es heute so Rigatoni al Forno oder sowas. Und Matthias... Ja, ich bin irgendwie müde. Das sieht bei mir an, ne? Hier ist das am Sortieren. Mhm. Was ist das hier? Kannst du mich auch mal filmen? Was machst du? Ich zocke eine Runde. Was ist das jetzt hier für ein Berg? Ja, den muss ich noch ausfedern. Achso. Und das ist erstmal. Das ist, was du nicht mitnimmst? Und hast du das schon alles aussortiert jetzt? Ja. So geil. Diese geil. Ja, das kannst du mitnehmen. Nee, die nehme ich auch mit. Das ist unsere alte Fernbedienung und halt, nee, die kommt hier hin. Zu dem Gerät, wa? Ja, ich weiß aber. Leute, guck mal. Wann wolltest du denn die, warte ganz kurz, Marius, wann wolltest du denn die Geräte abbauen? Naja, soll man sie nicht mehr benötigen oder was? Leute, guck mal, dieses Spiel, das war umsonst. Ja. Naja. Und hier sind die ganzen Federn drin, ja. Guck mal hier. Was ist das hier? Ich. Mia. Mia? Irgendein Nadelbild für irgendwas von uns? Medikamentenschublade. Ja, ja, ich gehe. Ich gehe. Nein, Maris, du nicht. Die sind auch alle da. Also, das ist Pop. Warum willst du die Tür aufmachen? Das Tor ist offen. Ja, Maris, wo bist du denn? Ach so. Dankeschön. Dankeschön. Gleichfalls. Tschüss. Was ist denn? Weshalb wolltest du denn? Nee, ich dachte, du bist hier noch zwischen mir und dem Haus. Und, was ist das, Matthias? Matten. Die Unterlagen, die ich habe, für uns zwei. Ah, und aus meinem Stoff oder aus deinem? Aus meinem. Für mich auch eine? Ja. Geil. Was wir da mit reinlegen da erstmal? Ja, ich muss erstmal das Paket noch auspacken gleich. Schreibtischunterlagen, meint er. Mini-Motilotti kann ich euch auch zeigen. Ah, müssen wir leise sein. Nee, nee, war nicht. Nee, ich habe nur oben eben gehört, wie alt du bist, deswegen. Das Trampolin ist schon fast abgebaut. Oh, wollen wir auch Boot fahren? Nee, wa? Wollen wir auch Boot fahren? Nee, muss nicht sein. Wollen wir auch Boot fahren gehen? Also gibt es jetzt kein Eis oder was? Das sind wir umsonst hier. Hier stehen ja keine Öffnungszeiten. Hä, vor 45 Minuten. Hä? Ja, vielleicht ist da... Dann ist es, ich sehe halt keinen Regenbogen vorne dran. Aber das wird das Ding schon sein, oder? Lass mal da hingehen. Ja, wir müssen da hingehen. Wir müssen da hingehen. Maris, was hast du da am Auge? Du musst die Träne wegmachen. Komm mal her. Ja, also ich meine, der Park ist jetzt hier nicht wirklich groß. Nee. Super geil.
Ja, deswegen teilen Maras und ich uns das, ne Maras? Was? Deswegen teilen wir uns beide das. Hä? Das schaffe ich nicht. Du auch nicht. Das ist ja quasi ein Schneeball. Shave-Eis. Und? Lecker? Hallo, ich hätte gerne einen Doppel-Cheeseburger. Ja. Ein Cheeseburger. Ja. Und ein Happy Meal mit Nuggets, Mayo als Soße, Pommes auch Mayo, Cola. Alexa, stopp. Sonntag. Da ist jemand eingeschlafen. Okay. Okay. Ist okay. Gestern war ein ganz cooler Tag, finde ich. Also mit unserem kleinen Ausflug und so. Fand ich schon schön. Auf jeden Fall. Wer schreibt? Jo, würde ich auch. Ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Mama! Sei leise, Bibi schläft. Ich mache jetzt ein paar Brötchen und koche ein paar Eier. Du hast doch gerade irgendwas zu essen bekommen, Charlie. Hm? Du hattest gerade schon was zu essen. Bist du nicht satt geworden? Ach so. Möchtest du noch ein Ei? Möchtest du ein Käsebrötchen? Okay. Ich werde jetzt ein paar Brötchen aufbacken. So langsam, aber sicher kommen wir ja in die finale Phase. Oh, okay, aber wirklich langsam. dass wir mal ein bisschen was einpacken müssen. Sonst stehen wir nachher da und die Hälfte ist noch nicht eingepackt. Wäre ein bisschen ungünstig, ne? Genau. Jetzt wird erstmal vernünftig gefrühstückt. Ich weiß es gar nicht, es ist 9.07 Uhr. Ich glaube nicht, dass Mara und Marlene jetzt aufstehen wollen. Wir hatten gestern hier echt... Ah doch, jetzt höre ich Mara gerade. Ich wollte gerade sagen, wir hatten hier gestern gut Stress und Terror, weil wir hier diskutiert haben, wer was macht, wer wann wie oft aufsteht. Und ja, jede Familie mit mehreren Kindern kennt das Spiel wahrscheinlich. Was machst du, Mara? Was machst du? Was? Es werden jetzt keine Süßigkeiten gegessen. Hat geschlafen. Mara darf auch nichts essen. Sie soll hier runterkommen, es wird was Vernünftiges gegessen. Jetzt ist die Kleine wach gemacht worden durch dieses Geknister. Ich glaube, sie schläft gerade ein. Mama, darf ich kein Alter gucken? Mara, kannst du mal ein bisschen... Okay, geh mal nach oben und bleib mal bitte oben, okay? Lass mal jetzt hier die Kleine schlafen, bitte. Rücksicht gleich null. Was ist denn hier los? Marlene ist auch noch? Ja, also ich mache jetzt mal Frühstück. Ich habe voll Bock auf ein frisch gekochtes Ei. Und ja, das mache ich jetzt. Und dann beginnen wir mal den Tag, würde ich jetzt sagen. Beginnen im Sinne von, wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen packen, räumen, sortieren. Sortieren ist ja hier wirklich ein großes Thema. Ich will nichts mitnehmen, was wir nicht brauchen. Ich habe unglaublich viele Trinkflaschen. So viele Trinkflaschen braucht kein Mensch. Es muss alles einmal aussortiert werden. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Und dann
Da oben sehe ich auch gerade die Sachen in den Regalen stehen. Ja, ich glaube, da werde ich mich heute auch mal ranmachen. Welcher Mensch brauche 7 Teekannen zum Beispiel, ne? Es gibt Dinge, die braucht man nicht und das wird alles aussortiert. Rigoros, einfach weg. So. Brötchen aufbacken, Eier kochen. Einfach anfangen. So. Das war's ja von uns für heute. Bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und ich suche mir nachher noch irgendwie ein cooles Restaurant, wo wir dann heute zum Mittag essen können, glaube ich. Mittagabendbrot. Das ist eine gute Idee. Tschüss.